大家好，我是托比，我又来游走街头了。听朋友们说，外国人恋爱都很开放，跟直播们结婚了都要 AA 制，这是不是真的？今天我们就去斯图加特来问问这些德国跟直 girl 跟直播，不吹不黑，带你们了解那个真实的德国。I am looking at the fatness of the sun, Hara, they're dancing in the moonlight of a wreck. Bia, I'm walking like a camel, I jump across the dunes, I drink a magic potion in the house of Prince Harun. Hallo, hallo, Schatzi, kannst du mich hören? Wonderful, Lady, wie stellst du dir deinen Traumpartner vor? Also das sind ja jetzt Utopievorstellungen, oder? Auf jeden Fall immer ehrlich und keine Geheimnisse haben, das ist mir ganz wichtig. Und großartig. Oh, das hat jetzt nicht gesagt. Bist du Single? Ja. Flexibel, kompromissbereit, okay. Ehrlich, humorvoll. Nicht so dünn und nicht so fett, weißt du? Bisschen zum Greifen einfach. Ja. Genau. So wie die Frau vor der Kamera. Baby! Ist deine Freundin? Ist meine Frau. Ah, deine Frau? Jetzt hast du verkackt. Wie eine Giselle Bündchen oder eine Cindy aus Marzahn? Naja, bei den Auswahlmöglichkeiten ist es natürlich schwer, wirklich schwer, mich zu entscheiden. Ja, Cindy. Du hast dich in deinen Traumpartner verliebt. Was ist deine Strategie? Ich mag es eher, wenn mein Traummann dann auf mich zukommt. Romantisches Date organisieren. Ja, keine Ahnung, boah, das ist eigentlich voll blöd mit mir das zu machen, ich weiß es nicht, ich habe mich noch nie verliebt. Dr. Valentino. Ich war hartnäckig, habe einfach versucht kreativ zu sein, sie mit kleinen Aufmerksamkeiten, Geschenken zu begeistern. Direkt verlassen. Direkt verlassen? Ein, zwei Tage und dann okay. Wer bezahlt beim ersten Date? Der Mann. Ich würde mich auch freuen, mal eingeladen zu werden auf dem ersten Date. Aufteilen, beide. Heute ist mal emanzipiert. Bekommt man was bezahlt und hat was für Gleichstellung getan. Ich finde das voll okay. Ich. Ja? Ja. Es gibt eh nur Milchbrötchen und. Und? Und Buttermilch. Buttermilch. Ja, komm. Wie stehst du zu Fernbeziehungen? Was für eine Fernbeziehung? Und ich weiß nicht, was sie in ihre Stadt machen und sie weiß nicht, was ich in meine Stadt mache. Fernbeziehung, halt nicht so gut davon. Hat alles Vor- und Nachteile, so, es ist ja auch mal von Vorteil, wenn man sich nicht permanent sieht. Du musst dich leider meistens führen. Kommt auf an, wie fern. So 1 bis 2 Kilometer geht, 1,3 ist dann schon zu viel. Was hältst du von One-Night-Stands? Hallo, Mama. Vorher habe ich dich mal gegrüßt. Halte ich natürlich, ich finde es ganz, ganz, naja. Wenn dann Freundschaft plus so One-Night-Stand, ehrlich. Ah, von Capital. Nein, One-Night-Stand. Ah, One-Night-Stand. Es gibt ein Lied von Capital, das One-Night-Stand. Achso, echt? Ich ist okay, wenn es passt. One-Night-Stand? Was bedeutet das? Ist okay, aber nicht mein Ding. Sollte schon länger sein. Two-Night. Vielleicht, oder 2,5. Wie viel Altersunterschied in einer Beziehung ist für dich akzeptabel? Normalerweise hätte ich sehr viele ältere Männer. So 8 Jahre plus. Es kommt ja auch auf das Ursprungsalter an. Ich finde, also 20 und 10 würde nicht gehen, aber 30 und 20 wäre ja schon wieder, oder 40 und 30 wären schon wieder vertretbare Rahmenbedingungen. Durch 2 plus 7. Was? Hast du dir so eine Formel ausgedacht? Nein, das ist eine anerkannte Formel. Man steht an viel zu verschiedenen Punkten im Leben. Also man will andere Dinge vom Leben und man macht auch ganz andere Dinge. Bis 120. 120? Genau, ab dann wird's kritisch. Ab dann muss ich nur noch schieben. Keine Zeit, ich hab euch gehofft. Herzlichen Glückwunsch! Suchst du deine Partnerin nach dem Bankkonto aus? Nee. Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, definitiv nicht. Also gerade, ich finde, in jungen Jahren ist es total irrelevant. Nein, wir hatten beide nichts. Okay. Und nee, ich hoffe, dass ich später genug selber verdiene. Ja, hauptsächlich. Name und dann direkt bei welcher Bank und wie viel Geld und... Was ist dir am wichtigsten? Geld. Der Kontostand. Genau. Was mit Immobilien? Auch. Autos? Aber es kommt an zweiter Stelle. Autos an vierter Stelle. Was dritte Stelle? Sind die Klos. Es gibt ein Sprichwort, wenn die Frau shoppen geht, muss der Mann alle Taschen tragen. Wie stehst du dazu? Ich gehe lieber alleine shoppen. Männer stören nur. Das wäre doch schön, oder? Ja, beim Shoppen haben wir meistens sehr viele Taschen. Die will man da nicht alle tragen. Also wäre es cool, wenn er die tragen würde.
finde ich okay. Also das ist ja so ein bisschen die Gentleman-Attitüde. Das ist bei uns ja genauso, oder? Das Sprichwort könnte man bei uns genauso anwenden. Das ist immer so. Das finde ich toll, aber das macht mein Mann nicht. Dann heißt er nicht Mann. Wie die Leute, die binden ihre Freundin deine Schuhe. Du bist ein Mann, okay? Sie kann auch alleine ihre Schuhe binden. Deine Freundin und deine Mutter fallen in einen Fluss. Wen rettest du zuerst? Oh, das ist hart. Das ist echt hart. Und beide, zack, raus aus dem Wasser. Kommt auf das Wasser an, wie es fließt. Ohne meinen Vater wird es mich gar nicht geben. Mein Papa ist mein bester Kumpel. Ohne den kann ich nicht. Meine Mutter. Deine Mutter? Ja, Freunde kann man immer finden. Ich glaube, meine Freundin hat ein bisschen mehr Kraft wie meine Mutter. Würde ich erstmal meiner Mutter hinterher schwimmen. Würde sie retten, danach direkt ihr hinterher schwimmen. 找到了真爱，是不是就可以结婚了？ 听说外国人不需要结婚。 我们下期看一看，拜拜。 喜欢我的视频，就请点赞、收藏、转发。